Das ist natürlich auch von der Namensgebung international auf der internationalen deutschen Meisterschaft. Wir haben einmal Apostolos und einmal Erschat. Richtig, Erschat. Ihr seid Superschwergewicht. Ich bin da Männer 5. Richtig. Ich bin etwas kleineres Supergewicht. Männer 4. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Wo hast du denn den Rest vom Gewicht gelassen? Weiß ich nicht. Ist weg einfach. Okay. Aber du hast ja noch Zeit bis morgen. Vielleicht kommt es ja noch morgen beim Laden wieder. Wahrscheinlich. Baden-Württembergische Meisterschaft. Hast du abgeräumt? Nicht das erste Mal? Hab den ersten Platz gemacht, richtig. Ja. Wie sieht's morgen aus? Also wir haben auf jeden Fall die Form nochmal verbessert, nochmal trockener. Weil genau das war, was mir noch gefehlt hat. Und ich habe mit dem Coach, mit dem Alex noch dann viel geschliffen, vieles verändert. Und ich denke mal, das Ergebnis morgen wird's, wenn wir gut präsentieren können. Was ist dein Ziel? Deutscher Meister. Ganz klar. Du hast dir die anderen Jungs dann auch angesehen? Ich habe es mir jetzt beim Wiegen angeschaut, ja. Aber ich muss nach mir gucken, nicht nach den anderen. Wie ist das bei euch, wenn ihr so beim Wiegen die anderen Jungs seht? Macht das einen nervös oder macht das einen noch motivierter? Wie ist so die Gefühlslage? Also bei mir ist es so, ich guck mir die Jungs an und sage, okay. Man versucht natürlich, so zu vergleichen. Ne? Ist der in Form oder nicht? Ne? Aber letztendlich ist die endgültige, also der Form am Ende kommt morgen. Ja? Heute ist man ja noch nicht im Endstadium. Insofern kann man das jetzt nicht so. Ja, ist relativ einfach. Ne? Man könnte aber vielleicht dem einen oder anderen die Nacht schwieriger gestalten, indem man ihm zeigt, wie gut man selbst in Form ist. Ich hoffe, dass es bei denen so ist, wenn die mich gesehen haben. Aber ich werde auf jeden Fall ruhig schlafen. Ja. Du hattest ja jetzt natürlich die Möglichkeit, und du natürlich auch, in unserem Posing-Bereich ein bisschen was von euch preiszugeben, um die Nacht für die anderen etwas schwieriger zu machen. Ja, gerne. Können wir machen. Auf geht's. Ja. Im Duett. Lassen wir nämlich die Muskeln sprechen bei den Superschwergewichtlern, beziehungsweise bei dem knappen Schwergewichtler. So, du darfst jetzt kommentieren, die Arme. Das ist ein sehr brachialer Typ auf jeden Fall, also gefällt mir sehr. Ich bin auch froh, dass er bei der Männer 4er antritt. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, aber Erschat. Irgendwo musst du ja dann das Gewicht gelassen haben, was dich von der 5 abgehalten hat. So, das reicht. Oder hast du so leichte Knochen? Wahrscheinlich. Ich glaube, das trifft zu. Leichte Knochen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich lasse euch auf morgen überraschen. Ist doch langweilig, wenn jetzt jeder hier schon die Form zeigt. Ne? Dann haben wir ja schon ein bisschen noch mehr Spannung. Und, ja. Wir haben ja noch nicht geladen. Ne? Richtig. Also morgen bist du ja Männer 5 nach dem Lach. Genau. Ich habe dich nicht gefragt, wie schwer warst du jetzt? Gerade war ich 98,2, ja. 104. Gut. Ja. Vielen Dank fürs Posen, vielen Dank fürs Geheimnis machen. Also ihr müsst dann halt ein Ticket kaufen oder halt morgen Abend auf ProDXtreme gucken und dann könnt ihr sehen, wie der Junge aussieht und wie er abschneidet. Natürlich die anderen auch. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Servus. Bei ProDXtreme. Bis morgen.